So, da oben ist irgendwie. Komme ich wahrscheinlich nicht rein, aber ich kann diese Dinger hier erstmal gerade aufmachen. Flup. Kommen auch direkt wieder ein paar Gegner an, die man umhauen kann. Bam! Und Rums! Wie gefällt mir diese Kombo? Die ist auch etwas weniger langweilig als nur drück, drück, drück. Also, das gibt es ja auch. Wenn ich die ganze Zeit einfach nur drücke, dann kommt da irgendwie sowas bei raus. Das ist jetzt auch nicht schwach, aber nicht ganz so stark wie diese andere Kombo. Außerdem macht das irgendwie mehr Spaß, wenn man zumindest ein ganz kleines bisschen seine Attacken timen muss. Ich weiß, das ist nicht viel, das ist immer derselbe Rhythmus und so, aber das ist ja wurscht. Hauptsache überhaupt was. Bam, warum kommt hier eigentlich wieder eine Vanguard raus? Die Vanguards nerven, weil die stunnen können. Und ich kriege gerade verdammt große Kombo-Meter hin, das ist ja lustig. Ich hatte zwar am Anfang schon ziemlich große Kombos, aber jetzt kriege ich hier nochmal mehr zusammen mit dem Stab. 50. Wobei ich glaube 50 hatte ich auch schon, aber ist ja egal. So, hoppala. Das hier bitte einmal. So. Gibt's sogar eine... Was ist das jetzt? Nee, das ist nicht die Quest, oder? Welche Quest habe ich denn gerade? Oder ist das doch die Quest? Ich weiß es nicht. Egal, dann mache ich erstmal hier dieses Ding. Einmal andrücken. Ich gehe jetzt einfach hier weiter durch und hoffe, dass das ordentlich funktioniert hier. Hallo, Lightkeeper. Du kriegst jetzt aufs Maul. Bam, und du auch. Vanguard. Wo will die hin? Und warum greift sie nicht an? Hallo? Bleib mal stehen, du. Ich möchte dich verhauen. Geht doch. Davon, die irgendwie scheinen die auch nicht richtig. Die Vanguards scheinen ein bisschen kaputt zu sein. Naja gut, von mir aus. Wurden sie halt abgemurkst. Was haben wir denn hier? Hallo? Wer ist das da? Ist das der... Ah! Find and Release Eclipso. Das wird dann wohl Eclipso sein, schätze ich einfach mal. Wer auch immer das ist. Das ist mal ausnahmsweise wieder ein Name, der mir so gar nichts sagt. Ich kenne ja durchaus inzwischen, wie gesagt, ein paar DC-Namen, aber Eclipso habe ich noch nie gehört. Hm. Naja, gut. Wird schon irgendwer Wichtiges sein, was? Guten Tag, Eclipso. Ich rede mal mit dir. Sieht ein bisschen aus wie Iron Man. Nee, doch nicht. Die Farbe habe ich erst gedacht. Und das sah so aus, als würde er so einen komischen Anzug tragen. Okay, aber er scheint ein ziemlicher Freak zu sein. Oh, Santana. Hallo, Santana. Bla, bla, bla. Komm, ich verprügel dich jetzt. Defeat Santana. Ich habe immer noch das Defeat Lightkeeper Janis. Hm. Defiling Summoning Orbs will summon bla bla bla, meine Leute, okay. Und wo sollen diese Dinger sein? Kann ich ihr mal gerade hier mit meiner Bam, Spezialfähigkeit voll die Hucke vollhauen? Komm, ich kann nochmal. Das Ding ist so übel. Oh, sie ist aber immun gegen Stunts, das ist nicht so schön. Ich habe nämlich gleich auch schon wieder irgendwie sehr wenig HP. Ich nutze mal gerade mein Word of Power. Flup. Nein, ich will hier weg. Hilfe. Das ist ein... Ah, das benutze ich mal gerade. So. Flup. Da hinten ist noch so ein Ding. Nein, lass mich in Frieden. Hau die anderen Typen da. Komm, hier laufen genug komische Hanswurstel rum, die du verhauen kannst. Warum hauen die nicht? Warum tun die nichts? Und was macht die da jetzt? Etrigan. Wer ist Etrigan? Okay, Santana habe ich noch gekannt, Etrigan kenne ich nicht, aber er scheint böse zu sein. Na gut. Hallo, Etrigan. Wo ist Eclipso-Typ? Hätte ich vielleicht doch... Oh, den kann ich aber stunnen, das ist natürlich schön. Er macht aber auch ganz viel Schaden, das ist nicht gut schön. Kann ich mal bitte hier gerade Stufe... Oh. Stufe 4, sage ich schon. Nein, ich wollte Fähigkeit 4, darum ging es. Echt, komm. Genau, Eclipso darf den tanken und ich verhau ihn so lange, weil ich mache verdammt viel Schaden, habe ich irgendwie das Gefühl. Das lohnt sich schon ein bisschen. Rums, und jetzt nochmal hier, zack, und das auch nochmal. Nein, das doch nicht. Irgendwie schießt er jetzt mit irgendwelchen komischen Flammendingern auf mich. Ich weiche eben mal ein bisschen aus, während Eclipso ihn haut und hoffentlich wieder Aggro zieht oder so.
hallo Eclipso, mach mal da irgendwie was, dass der mich nicht mehr haut. Das war nämlich unschön. Autsch. Ach du Scheiße, der macht schon nicht schlecht Schaden. Und ich habe keine neue Power dazu gekriegt. Ich will hier weg, ich will hier weg. Ganz dringend. Puh. So. Oh, er ist enraged. Das ist nicht schön. Und ich habe keine Power mehr. Ich muss mal hier dringend irgendwie weg. Kann ich ja mal hier mit meinem komischen Standardmöbel schießen. Das macht aber auch gar nicht so schlecht Schaden. Hätte ich irgendwie weniger von erwartet, aber das scheint ja halbwegs zu funktionieren. So, down ist er. Jetzt ist leider Santana wieder da und macht wahrscheinlich immer noch ziemlich viel Schaden. Eieiei. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich brauche mal ganz dringend hier so eine Cola. Flup. So. Guten Tag. Du kriegst jetzt voll auf die Fresse. Hey, jetzt kann ich... Ich konnte sie gerade stunnen. Ich dachte, ich kann sie nicht stunnen, aber scheinbar geht das teilweise. Doch, wenn ich jetzt... Ach, Mist. Da fliegen irgendwelche Sachen. Autsch. Shit. Die macht zu viel Schaden. Ich muss mal hier irgendwie weg. Könnt ihr euch nicht erstmal ein bisschen bekriegen da vorne? Ich muss mal gerade meinen Word of Power machen. Plup. So. Oh oh, das sieht ungünstig aus. Nein, da wollte ich nicht hin. Ah! Ich will hier weg, ich will hier weg. Ich fühle mich ein bisschen feige, aber andererseits, was ist das denn hier? Hallo? Hüpf. Bis jetzt habe ich in diesen Solo-Instanzen eigentlich auch immer... Ah! Nein! Nein! Bis jetzt habe ich in den Solo-Instanzen eigentlich auch immer irgendeine Möglichkeit gehabt, Lebenspunkte wieder zu kriegen, aber hier jetzt gerade irgendwie so gar nicht. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht eigentlich. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum. Autsch. Du Scheiße, das macht alles irgendwie zu viel Schaden, was sie da tun. Flup. Das war gut. Da ist sie ein bisschen durch die Gegend geflogen und hat mir nichts tun können. Drück das mal ganz... Oh shit, oh shit, oh shit. Oh oh. Das könnte jetzt der Tod von Super Snizzle sein. Mal wieder. Nein, ich will hier irgendwie so in die Ecke, dass ich... dass hier mir nichts tun kann und ich gleich vielleicht ein bisschen Cola trinken kann oder so. Gibt's hier echt keine Möglichkeit, Leben wieder zu kriegen? Kann ich... Ich konnte da gerade irgendwas einsammeln. Kann ich sie damit bewerfen? Und dann gibt es Leben wieder oder so. Okay, sie ist, glaube ich, irgendwo hinter mir. Da vorne ist sie. Oh oh. Aber ich kann wieder eine Cola trinken. So. Dann kann ich wieder zu ihr hinfliegen. Sie ein bisschen verhauen. Bam. Und jetzt hier kommen. Mit der Power, die ich noch übrig habe. Das müssen wir doch jetzt hier hinkriegen. Nicht? Fast. Ja, komm. Hau sie, hau sie, hau sie, hau sie. Hahaha, tot. Phew. Ja, komm. Red mit mir. Nein, lauf nicht weg. Red mit mir. Ja, okay. Gibt's auf jeden Fall Items für. Das ist schon mal gut. Auch wenn ich jetzt irgendwie hier Lightkeeper Janis nicht... Speak to Eclipso hat auch nicht so richtig funktioniert. Ah, jetzt habe ich es aber... Nee. Jetzt habe ich es doch nicht abgeschlossen. Irgendwie checke ich das nicht so ganz. Aber ist ja egal. Okay, ich soll auf jeden Fall hier wieder zurückgehen und ich habe sogar Post gekriegt und dann soll ich in dem komischen... Oh, Cutscene, ich bin ruhig. I am Etrigan, Lord of Hell. In those deathless fires do I dwell. Unless someone brave or simply dumb summons me and then I come. I can take the form of man. But I much prefer being Etrigan. For Etrigan cares not for good or evil. He does what he would. And now Etrigan is unleashed on Earth. You fear Brainiac? I am worse. Okay. Also, kurzform, du bist ein Freak, ja? Na gut, von mir aus. Sei halt ein Freak. Go to Midtown Nightclub. Du konntest... Oh, lass mich in Ruhe da unten. Nein, ich möchte jetzt nicht mit euch spielen.
bloß weg hier. Meine Güte. Kann ich hier, genau, ich kann doch im Flug auch mal mein Inventar aufmachen. Ist ja eh ein weiter Weg. So. Habe ich überhaupt irgendwie schon eine... Ich habe schon eine Kette, aber die ist deutlich schlechter. Okay, was haben wir hier? Plans. Dominance. And Power Alpha. Was? Drücken? Are you sure you want to research? Ist das irgend so ein komisches Rezept, ja? Das, wovon ich gelesen habe. Diese komischen Crafting-Sachen. Ich drück da mal drauf. Plans updated. Okay. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich irgendwie was... Oh, bin schon vorbeigeflogen. Ich kann jetzt wahrscheinlich irgendwie was bauen oder so. Aber das werde ich in dieser Session wahrscheinlich nicht mehr machen, sondern ich werde jetzt mal ganz kurz noch meine Boss nachgucken und die Quest abgeben. Und dann sind wir aber direkt wieder im Nightclub und können uns das mit dem Crafting tatsächlich mal anschauen, wenn ich das nächste Mal Zeit habe zu zocken. Das ist doch ein guter Plan, oder? Ich habe euch jetzt ein bisschen vertrösten müssen dahingehend, aber ich denke, das Crafting ist sowieso für die meisten eher langweilig. Deswegen können wir uns das auch beim nächsten Mal noch kurz angucken. Muss ja auch nicht lange sein. Return to Felix Faust. Hallo, Xerxy. Ich verstehe dich leider nicht, weil ich dich zu leise gedreht habe. Da ist das Crafting-Moped. Nee, da wollte ich aber gar nicht hin. Zu dem wollte ich. Hallo, Felix Faust. Huch. Warum läuft er einfach weiter? So, einmal bitte hier. Zack. Du siehst irgendwie nicht sehr furchteinflößend aus. Naja gut, mach was du meinst. Ich habe die Quest erfüllt und die möchte ich jetzt gerne noch abgeben. Da kriege ich einen komischen Infiltrator-Kill für. Den hätte ich gerne. Also den möchte ich auch gerne tatsächlich anziehen, wobei ich den wahrscheinlich nicht tragen möchte. Nein, ich möchte ihn nicht tragen. Vielen Dank. Darauf kann ich dann tatsächlich verzichten. Was hatte ich denn vorher an hier? Das? Nee, Jeans... Demonic, ich glaube, das Demonic-Ding hatte ich an, ne? Ich glaube, das lasse ich auch an. Das sieht nämlich ganz schick aus. So, dann können wir noch einmal gerade vielleicht reparieren. Reparieren ging, meine ich, da hinten bei den Händlern. Hier hinten irgendwo. Die sind ja alle gleich aufgebaut, die Nightclubs hier. Das ist ja gar nicht schlecht. Wer ist das denn? Gladiator Johansson. Na gut, erstmal hier Repair bitte. Repair all, wenn es geht. Können wir, wenn wir schon mal dabei sind, auch mal ein bisschen Kram hier verkaufen. Das hier zum Beispiel... kann sogar ein Preview machen. Das muss auch irgendwie neu sein, oder? Okay, dann würde ich mal sagen, das kann weg, das kann weg, das kann auch weg, die Rifle kann weg, das kann weg. Komm, können wir eigentlich, was ich hier noch hatte, kann eigentlich alles weg. Ich hatte mir das alles schon mal angeschaut und es war definitiv alles schlechter, als was ich habe. Das brauchen wir nicht. Das sind nämlich nur komische Sachen zum Verticken. So, ich habe ganz viele komische Waffen. So alte Waffen und so. Waffen, die ich nicht benutzen kann. Ich habe auch zu viel Geld. Man sieht das hier. Da ist mal... Ich wurde ja schon sehr oft gefragt, was das Limit des Free-to-Plays ist. Es ist unter anderem das. Ich kann nur maximal 1500 Cash haben. Und alles, was darüber hinausgeht, das kriege ich zwar. Es geht auf irgendein komisches Konto, wo ich das gegen bare Münze abheben könnte oder so. Beziehungsweise, wo ich das dann einfach kriege, wenn ich jetzt ein Premium... zum Premium-Kunden werde. Oh, guck mal, hier haben wir irgendwas von Xerxy gekriegt. Das ist irgendein komisches Brust-Item. Aha, was Grünes. Ich will es nicht tragen, aber ich will es mir zumindest mal angucken, denn es sieht hässlich aus. Möchte ich. Es sieht beides hässlich aus. Aber von dem sind sogar noch die Werte schlecht. Ergo, bitte mal hier... Was hatte ich denn vorher an? Das nicht. Fourth World hatte ich an. Ne? Können wir noch, haben wir noch irgendwas anderes Hübsches? Retro-Tech-T-Shirt. Nö, dann nehmen wir halt wieder das Fourth World. Das war ganz hübsch. So. Sieht auch immer noch ganz brauchbar aus. Okay, wie schon angekündigt, ist das dann erstmal der Schluss meiner kleinen Session hier. Aber wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt DC Universe oder Snizzle, Super Snizzle versus the World. Bis dahin, tschüss!